Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich habe mir fest vorgenommen, heute wieder zu vloggen. Gestern gab es ja kein Video von mir, das lag einfach daran. Ja, also mir war wirklich ich den ganzen Tag so übel gestern. Ich habe fast nur geschlafen. Ich war so müde. Die Übelkeit, die hat mich so umgehauen gestern, dass ich wirklich den ganzen Tag entweder lag ich hier auf dem Sofa, habe geschlafen oder ich lag im Garten auf dem Liegestuhl und habe gedöst. Ich muss ja zurzeit auch noch echt wenig arbeiten und das genieße ich total, sage ich euch. Es ist so, oh, es ist so schön, dass ich nicht arbeiten muss, dass ich einfach, ich kann hier rumlaufen. Seht ihr, wie ich immer rumlaufe? Seht ihr auch in den Videos, dass ich mich gar nicht fertig mache, weil einfach gar kein Bock. Mir ist alles, also nicht alles egal, aber wofür soll ich mich jetzt hier fertig machen? Ich bin müde und ich weiß ja auch, dass das nur so eine Phase ist jetzt in den ersten 3, 3,5 Monaten und danach lässt es ja auch alles wieder nach und ja, ich will mich nicht beschweren. Ich genieße weiterhin, dass ich schwanger bin und auch diese Anzeichen. Aber gestern habe ich mir einfach mal einen Tag freigenommen, sag ich mal. Und deswegen gab es gestern kein Video. Heute war ich schon ein bisschen fleißiger. Ich war schon mal duschen, habe mich körperlich gereinigt und ich habe schon das Video von vorgestern geschnitten. Und das lädt jetzt gerade hoch. Bernd ist arbeiten. Es ist heute Samstag und es ist wunderschönes Wetter. Und ich denke mal, dass wir nachher alle wieder in den Garten gehen, wenn Bernd dann auch wieder da ist. Also Calvino und ich gehen wahrscheinlich schon vorher in den Garten oder halt die Kinder. Calvino hat Besuch. Und Bernd kommt dann dazu. Wir haben gestern auch nicht dieses Poolhaus für die Pumpe gebaut, was ich euch in dem Video erzählt habe. Denn gestern ist wirklich noch was Schlimmes passiert. Also in Anführungsstrichen ist es nicht so schlimm, aber halt, Bernd war im Krankenhaus oder in dieser Notfallambulanz. Der hatte mehrere Stiche an den Beinen, Mückenstiche, was ja nicht schlimm ist. Aber er war auf der Arbeit vormittags. Er hat gesagt, sein Bein, das tut so weh bisschen und irgendwie wird der Knöchel so dick und so. Ja, und dann ist er nach Hause gekommen, um 13 Uhr hat er Feierabend gehabt. Und dann gucke ich mir seinen Knöchel an, da war der echt so richtig geschwollen, ne? Also, so, keine Ahnung, sah halt komisch aus. Und er sagt doch, das tut weh beim Laufen. Und unser Hausarzt hatte aber schon zu. Und dann gibt es ja bei uns im Krankenhaus gibt's so eine, wie eine Notfallambulanz, wo dann halt so Ärzte sind. Und ist er dahin. Ja, und hat eine angehende Blutvergiftung gehabt. Woher auch immer, keine Ahnung. Also, dass es vom Mückenstich kommt oder so oder kam. Und er hat dann direkt eine Spritze bekommen, so ein Antibiotikum. Und er muss auch Antibiotikum nehmen und Verband drum gemacht und sollte das Bein halt hochlegen gestern. Und so ein Spray, was er mal auf dem Verband drauf machen kann, damit das kühlt, damit es gekühlt wird. Entschuldigung. Ich schlafe echt viel. Das ist nicht, dass ich Schlafentzug habe eigentlich, aber ja. Ja, das war gestern mit Bernd und deswegen hat er gestern nicht diese Pumpe gebaut. Da am Pool haben wir auch gesagt, das läuft ja nicht weg. Das ist das Pfingstwochenende. Da haben wir bestimmt nochmal Zeit dafür. Und ansonsten, es ist jetzt erstens kein Regen angesagt und zweitens haben wir diesen alten Pool, alt ist er auch noch nicht, aber diese als Plane so darüber. Wird auch noch funktionieren, ein paar Tage. Okay, meine Lieben, ich lege mich jetzt auch noch ein bisschen aufs Ohr. Es ist noch morgens und ja, melde mich nachher einfach und wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich hatte den Tag hier im Aldi Auberginenpflanzen mitgenommen. Für 1,39 Euro waren die, glaube ich. Die wollte ich jetzt eben einpflanzen, weil das wird jetzt echt Zeit. Ich hatte zwar auch hier selber welche gesät und da kamen auch erst so grüne Stängel, aber irgendwie sind die alle kaputt gegangen. Andere, die packe ich glaube ich lieber nach hinten, weil hier ist schon alles jetzt so voll mit Zucchini. Hier sind noch so
wilde Kartoffeln vom letzten Jahr, die wir da austreiben. Hier kommt noch eine Wassermelone und dann Kürbis. Hier ist alles so voll. Schaut mal, unsere Kartoffeleimer, wie die gut kommen. Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie viel wir da ernten dürfen. Ja? Passwort. Moment, mache ich dir sofort. Es gibt jetzt Fertig-Gnocchis mit Fertig-Tomatensoße und Bohnensalat, den der Bernd gemacht hat. So mit Essig und Öl und so. Voll lecker und Zucker. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Es ist jetzt schon nach 16 Uhr und Bernd hat gerade angerufen, dass der jetzt Feierabend hat. Der wollte noch eben einkaufen gehen bei Lidl, weil ich habe ja immer so Appetit auf Obst und Gemüse und deswegen müssen wir zurzeit vermehrt einkaufen gehen, weil man das ja nicht so gut auf Vorrat holen kann. Und ich sag euch, also diese Wassermelonen, die sind ja noch richtig teuer. Die kosten ja so ungefähr 6 Euro zahlen wir für eine im Moment. Aber weil ich so Heißhunger darauf habe, kaufen wir die trotzdem. Und vorgestern war das, glaube ich, hatte Bernd eine gekauft. Die hat so widerlich geschmeckt. Also die ganze, die war zu noch. Und dann haben wir die aufgeschnitten und die hat geschmeckt wie Gummi. Und, also so von der Konsistenz und vom Geschmack her nach gar nichts. Wasser, so voll eklig. Die haben wir weggeschmissen, eine ganze Wassermelone. Jetzt traue ich mich schon gar nicht mehr, die zu kaufen, aber ich habe da so Lust drauf. Pfirsiche, sowas alles geht ja noch einkaufen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Doch, am Montag gehen wir nach Hans im Glück essen in so ein Restaurant. Da habe ich so Lust drauf. Da freue ich mich drauf. Das haben wir geplant, so wegen Pfingsten. Gehen wir da hin und da gibt es dann so vegane Burger auch und so Pommes, dicke Pommesstreifen so, oder Kartoffelstreifen und dann haben die so leckere Soßen. Oh, die sind so lecker. Da hätte ich jetzt schon so Lust drauf, schon seit ein paar Tagen freue ich mich auf den Kutscher von Hans im Glück. Ja, ich habe hier mein Survival-Glas mit rausgenommen gerade, weil so ein bisschen die Übelkeit gekommen ist. Aber so, ich habe gemerkt, wenn mir übel ist und wenn ich dann was esse, dann wird es besser. Aber man muss sich erst überwinden, wenn einem übel ist, was zu essen. Es geht am besten mit Bonbons. Ich weiß, das ist ungesund. Aber ja, nutzt ja nichts. Ich esse auch nicht so viele davon. Ich sag mal so 5 Stück am Tag ungefähr. Und hiervon auch nochmal so 5 ungefähr am Tag. Pi mal Daumen, dann geht's. Ja. Soll ich euch was sagen, was ich heute gemacht habe? Nichts. Ich habe die Pflanzen eingepflanzt, diese Auberginen. Das Video habe ich geschnitten. Und ich glaube, so Spülmaschine ausräumen und so. Also sowas Alltägliches, okay. Aber ich habe jetzt nichts gemacht. Ich könnte Rasen mähen. Ich könnte Unkraut jäten, ich könnte Fenster putzen, ich könnte saugen und wischen, das Badezimmer putzen, ich könnte alles machen. Aber mir ist das völlig egal. Ich will einfach sitzen oder liegen. Da ist mein Liegestuhl. Da lag ich gerade die ganze Zeit dran. Die Kinder sind da im Pool, das hört ihr ja auch. Ja, und ansonsten mache ich einfach gar nichts. Ich genieße das einfach. In der ersten Schwangerschaft damals, da musste ich immer arbeiten von Calvino. Und jetzt habe ich Zeit. Ist auch mal schön. Ja, und das läuft ja alles nicht weg. Und so schlimm ist der Rasen jetzt auch noch nicht. Aber unter normalen Umständen hätte ich ihn jetzt schon gemäht. Der Papa ist wieder da und er hat ganz tolle Sachen mitgebracht. Erdbeeren. Okay. Wie schmecken die? Mhm. Die sind vom Feld, ne? Ich bin nochmal zurückgefahren, hat nochmal ein Kilo geholt. Echt? 5 Euro das Kilo, die schmecken voll geil. Boah, sind die süß. Ja. Haben wir noch mehr oben? Ja. 1,5 Kilo noch. Schön. Danke. Und die Wasserdinger sind gekommen. 1,70 Meter mal 76. Ein Bein, ne? Tut doll weh. Wolltest du mal auspacken?
Ja, warte. Na, die Kinder sind jetzt aus dem Pool raus. Habe ich gestern alles. Ich habe jetzt nur einmal mit der Gießkanne so die neuen gemacht. Ja, weil das ist jetzt echt kühl geworden. Und die sind jetzt noch zum Spielplatz gegangen. Und Bernd holt sich mal eben ein Kühlpad für seinen Fuß. Das ist zwar schon ein bisschen besser, das geschwollen, aber der Knöchel ist schon echt noch dick, also so stark geschwollen. Und wir haben das ganze Obst aufgegessen. Das war so lecker, so delikat. Das Murphy hat auch Spaß gehabt. Der mag auch gerne Obst. Ja, jetzt bleiben wir noch hier sitzen. Und chillen. Ich muss gleich noch Chlor messen. Die brauche ich jetzt heute auch nicht mehr aufpumpen. Das fand ich so cool, weil wir diesen Kringel, so einen einzelnen hatten wir schon mal. Und das hat voll Spaß gemacht. Aber so doppelt ist bestimmt auch richtig cool. Da kann man richtig schön abhängen dann im Sommer drin. Smurfy. Ey. Hör auf. Lass mal das Kissen hier in Ruhe. Aus. Ist fein. Ist müde, ne? Mach ein Schläfchen. Mach ein Schläfchen auf Herrchens Sessel. Ey, das T-Shirt von Calvino. Du Süßer. Hä? Du Süßer. Du schläfst ganz viel in letzter Zeit, ne? Ja. Hm? Fein bist du. Ja. Bist ganz nass. Gibt er gleich um, das Murphy. Lecker. Er fällt fast mit dem Arsch von der Liege, aber egal, Hauptsache da sein. Es könnte ja doch noch ein Stück Brot aus dem Mund fallen. Ja, ist ihm egal, woher was rauskommt. Da sieht man noch am Bein. Sieht man das? Da und da, da haben die das gestern eingekreist oder ummalt, wo das so dick geschwollen war, um zu gucken, ob die Schwellung weitergeht oder zurückgeht. Und die ist jetzt zurückgegangen. Oder sieht man mal, wie groß die Schwellung war. Der arme Schatz. Aber dir geht's schon besser heute wieder, ne? Tut noch weh, aber ist schon besser. Wie gestern? Ja, total weh beim Laufen. Und juckt die Hölle. Aber ist nicht besser geworden. Genauso. Es juckt halt immer noch und tut weh. Okay. Aber ich habe mir ja nicht schlecht gefühlt. Ich werde ja nicht arbeiten können heute. Nee, aber ich dachte, weil die Schwellung zurückgegangen ist, dass schon besser geworden ist. Na, jetzt haben wir erstmal. Weiß jetzt nicht, weil ich halt nicht aushalte, ne? Ja, ja, klar. Jetzt haben wir jetzt 2 Tage noch frei und dann. Tja, Dienstag erst wieder, ne? Das ist hoffentlich besser. Ganz viel liegen. Schalke hat verloren, das ist schön. Und es gibt gleich Essen. Bernd hat Kartoffeln gemacht und dann gibt es Currywurst dazu. Ich mache gerade die Soße mit unserem Lieblingsketchup. Wie viel Soße soll ich dann machen? Nicht so viel wie letztes Mal. Ja. Dann wird die Soße flüssiger, ne? Ja. Na guck, dann kann ich auch hier den Rest normalen Tomatenketchup reinmachen. Curry und Paprika kommt da noch rein. Paprika süß oder scharf? Von mir aus ruhig scharf. Aber machen wir besser auf Currywurst dann, ne? Ja. Und Paprika? Scharf oder Cayenne-Pfeffer? Oder Tabasco einfach? Tabasco. So. Na guck, das muss jetzt nur aufkochen. Ganz schnelle Geschichte.
Und dazu hat Bernd noch einen gemischten Salat gemacht. Soll ich den umrühren? So. Ich finde meine andere Brille irgendwie nicht. Egal. Wir waren schon mit dem Hund spazieren und ich habe von dem Essen, was ich euch gezeigt habe, ich habe einen Salat gegessen. Und schaut mal, ich habe mir ein Stückchen Wurst abgeschnitten und einmal probiert und mehr konnte ich nicht essen. Da ist es mir so, konnte ich einfach nicht mehr essen. Aber Hunger habe ich irgendwie. Aber ich weiß nicht auf was. Bernd ist jetzt mit den Kindern nochmal eben einkaufen gefahren, weil ja jetzt langes Wochenende ist. Und der Besuch, den wir hier haben, der schläft bei uns und der möchte gerne Salami haben. Also für alle, die jetzt neu hier auf meinem Kanal sind. Wir essen ja kein Fleisch, wir haben das nicht hier, wir haben sowas nicht hier und der hätte das gerne. Und deswegen geht Bernd das eben kaufen und sich auch wohlfühlen, ne, die Gäste. Und ja, ich räume jetzt hier noch ein bisschen die Küche auf. Ja. Ich weiß nicht, ob ich heute noch was esse. Keine Ahnung. Ich dampfe auch gar nicht mehr jetzt, weil mir ist so übel davon. Selbst wenn Bernd in meiner Umgebung dampft, ist es so... Hätte ich niemals gedacht. Niemals. Als ich das Nikotin weggelassen habe, Anfang des Jahres beim Dampfen, da habe ich so viel gedampft. Ich hätte... niemals gedacht, dass ich die jemals vergessen würde zu Hause oder ohne die E-Zigarette das Haus verlassen würde. Aber jetzt bin ich den ganzen Tag ohne. Ich habe die noch so 2 Tage jetzt, habe ich die noch immer mit mir geschleppt, ohne zu benutzen. Aber ich habe sie einfach mitgeschleppt, dass ich sie dabei habe, wenn was ist. Aber jetzt nicht mehr. Ja, guck, ist doch super. Dann bin ich jetzt nikotinfrei, schon seit Anfang des Jahres und... dampf nicht mehr. Ist doch super. Ich bin so froh, wenn ich gleich wieder schlafen darf. Ich habe heute 2-mal ein Schläfchen gemacht. Einmal heute Morgen so von 9 bis 10 und dann nochmal irgendwann von 12 bis 1 oder so habe ich ein Schläfchen gemacht. Und jetzt ist 7:30. Es wird Zeit für ein Schläfchen. Ja. So. Gut, meine Lieben. Ich glaube, das war wieder für meine Verhältnisse ein kurzer Vlog heute. Aber wenn ich halt nur liege, dann oder chille, so ich habe entweder im Bett gelegen oder im Gartenstuhl. Was soll ich euch dann zeigen? Das Einzige, was ich gemacht habe, sorry, ist ein Video geschnitten. Das seht ihr ja dann, das Endprodukt. Und die Auberginen eingepflanzt, das habe ich euch gezeigt. Ja, Entschuldigung. So, gut, ich verabschiede mich jetzt. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ich bald nicht mehr so weinerlich bin, wenn die ersten 3 Monate vorbei sind. Aber trotzdem genieße ich es, weil ich bin gerne schwanger. Ich will mich nicht beschweren, aber ich teile das halt mit, weil, ja, es sind halt meine Gefühle und Empfindungen. Und darum geht es ja hier auf meinem Kanal. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!